Ist schon ein geiler Soundtrack, oder? Es ist nicht viel. Aber irgendwie ist geil. Ich mag's. Generell, dieses Spiel ist so eine Nostalgiebombe. So, who would have thought, okay? Ich war, weiß nicht, wie lang ich war, wie alt ich war, als ich das Wii Sports zum ersten Mal gespielt habe. Aber es ist wirklich so ein, es ist ein ziemlich krass nostalgisches Spiel. Aber es ist auch einfach wirklich gut dafür, wie simpel es war und ist immer noch. Ich liebe es. Also Wii Sports ist, sorry, aber Wii Sports ist einfach ein gutes Spiel. Kann ich nicht anders sagen. Golf. Heute spielen wir Golf. Moin wieder und herzlich willkommen zurück zu Vitex Spiele. Das ist aber nur ein Wii Sports Let's Play. Ist okay, ist okay. Wir machen natürlich das Nine-Hole-Game, ja? Wir gucken uns, wir machen hier komplett. Heute wird, okay? Bestes plus 11. Also nicht gut, aber für mich reicht's. So. Ja, Golf. Wir können ja hier. Das wäre mal eine Challenge. Geht das nur mit dem Putter? Kann man nur mit dem Putter durchkommen? Das wäre lustig. Machen wir aber nicht. Ich möchte mal ganz kurz, sorry, ich mache hier mal kurz Stuff. Und ja, in der Zwischenzeit, wir haben hier verschiedene Schläger: Putter, Wedge, Iron und Iron. Iron, glaube ich. Und Driver. Und naja, ihr seht das schon auf der Karte rechts. Da werden wir, oder da wird einfach nur die Weite damit bestimmt. Also wie viel, wie weit man schlägt. So, und der Putter, ich glaube der Wedge schon, der schmeißt den Ball noch. Also der Ball fliegt. Der Putter, der lässt den wirklich auf dem Boden. Der Rest, damit fliegt der Ball. Wisst ihr eigentlich, ich will mal eine Frage, wisst ihr, wofür dieses Ding da ist? Das ist immer auf jeder Strecke, also dieses Teil da genau vor uns. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Da ist auch eins. Warum? Was ist das? Was soll das? Außerdem Wind. 5 Meter pro Sekunde. Keine Ahnung. Ist okay, I guess. So, dieses Spiel ist noch ein bisschen rudimentärer, weil es eben nicht Wii Motion Plus nutzt. Man ist also immer gerade. Solange man hier nicht zu viel Schwung holt und das Ding dann so ausleiert, sage ich immer. Ich finde, der Sound hört sich auch wirklich nach Ausleiern an. Ist man immer spot on gerade. In den neueren Spielen ist es so, da muss man auch den Schläger gerade halten und gerade durchziehen, weil sonst der sich abändert nach links und rechts. Dann neigt sich auch dieses Teil da, was jetzt rechts neben meinem Kopf ist. Es ist noch wichtig, vielleicht, ich übe ja gerade, ihr seht das, was wirklich viel bringt bei diesem Spiel ist, das Durchziehen. Ne, angenommen, man stoppt unten, so, dann hat man weniger Schwung, so, als wenn man, ich zeig das mal, das sieht man noch so, ich mache so einen kleinen Schwung, so, zack, komm, zack, und dann habt ihr es gesehen, ich habe noch so nachgezogen. Und dann hat der auch noch mal Schwung obendrauf gegeben. Ja, das ist relativ interessant. Ich mache jetzt einfach mal. Oh, shit. Ah. Ich habe jetzt einmal richtig Kacke. Oh mein Gott. Naja, passt. So. Stroke hört sich auch so gut an, ey. So, jetzt müssen wir schon. Ne, man sieht ja auch diese. Oh boy. Nice on. Nice on. Ne, man sieht ja auch auf der Karte diese Punkte, ne? Das sind genau die gleichen wie auf dieser Bar. So, jetzt haben wir schon den Putter. Was wir mit 1 und 2 machen können, ist, wir können so machen mit 2. Das ist ein bisschen näher ran, keine Ahnung, was das bringt. Und wir können uns die Höhe anzeigen lassen. Mit 1. So, und jetzt sehen wir. Jetzt nicht so viel, aber. Ne, da ist so ein kleiner Hügel. Also gehen wir so ein bisschen nach rechts. So. Keine Ahnung, ob das zu wenig, zu viel ist. Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu viel, aber. Who knows? I don't. So, und jetzt müssen wir. Ja, es war viel zu viel. Okay. Ist okay. I'm good, actually. Sind wir jetzt ein bisschen näher dran? Ja, sind wir. Okay. Ich mache ein bisschen nach links und nur ein bisschen. Versuch.
Das war zu wenig, oder? Das tut weh. Naja, jetzt kriegen wir es auf jeden Fall hin. Zack. Boogie. Cool. Plus 2 Punkte, glaube ich. Ne, plus 1. Okay. Ja, geht schlimmer, sage ich mal. So. Hier haben wir ein bisschen Wind. Das ist auch nicht so schlimm. Und interessanterweise wird uns so der Iron angezeigt. Also der gar nicht mal so... Es könnte zu weit gewesen sein, aber... Nö, ist gut. Ist gut. Oder sehr gut, würde ich behaupten. So. Wenn ich mir das ansehe, wir sind relativ gerade, würde ich behaupten. Also von daher müssen wir jetzt nur noch... Nein. Fuck. Es war doch nicht gerade. Oh, das tut jetzt natürlich weh. Okay. Nice, Paar. Ah, gut. Paar ist 0. Naja. I guess. Paar ist 5, oder steht da immer auch? Kurzer Fun Fact. Da ist eine Insel. Kann man natürlich drauf spielen, man kann es versuchen, aber die liegt halt direkt in der Scheiße. Also lass ich das. Fuck it. Brauchen wir nicht. Ist okay. Macht keinen Sinn. Oh. Auch noch nach rechts, ist nicht gut. Und da ist ein Baum. Mm. Ist rough. Ja, das führt dazu, dass wir... Oh, das ist scheiße. Dass wir nur die halbe... Beziehungsweise wir können auch drüber hinaus, aber dann... Ne, also... Warte, das hat irgendwie geklappt. Mama! Oh, das war gut. Für das, was es war, war es gut. Ja, Golf habe ich noch nie gespielt. Ich habe ein paar Abschläge mit meinem Vater, die in Hamburg gibt, so eine Abschlagstation, wo man das üben kann. Da habe ich das manchmal gemacht, das war ganz lustig. Als Kind. Also ich war auch überhaupt nicht gut, aber lustig war's. Und ja, Fun Fact, was ich sagen wollte, ich wollte eigentlich gar nicht erzählen von dem einen Patch da, den ich nicht probiert habe, weil es Selbstmord ist. Diese Strecken hier ist ja jetzt auch kein unbekannter Funfact, aber diese Strecken hier. Oh, oh nein! Mama mia! Ich fasse es nicht. Jetzt glaube ich schon. Jetzt mache ich so ein bisschen so. Ja, okay. Oder glaube ich paar. Mhm. Okay. Ja, diese Strecken gibt es seit dem NES. Also es gibt ein NES-Golf-Spiel. Und da sind diese Strecken eingeführt worden. Und seitdem sind die, glaube ich, nie wieder verändert worden. Also ich glaube, auf der Wii sind es die gleichen wie in Wii Sports Resort. Und in Wii Sports Resort sind es die gleichen wie in Switch Sports. Wo die dafür extrem... Können wir da mal drüber reden? Das hat irgendwie, weiß ich nicht, wie lange gedauert, bis das passiert ist. In Switch Sports. Was ein Bullshit. So. Gut, hier sollen wir das Iron benutzen und man sieht extremer Wind. Also 14 Meter pro Sekunde, das ist schon krass. Da müssen wir aufpassen. Boah, geht das weit nach rechts, krass. Ja, da hätten wir noch mehr machen müssen. Hätten wir noch mehr machen müssen in die Richtung. So, jetzt sieht man... 2 ungefähr. Ich glaube, das ist gut. Nein. Ja. Einer, wollte ich sagen. Einer, nicht 2. Ja, das ist gut. Ich glaube, den können wir einfach reinbuttern. Ja. 3 ist Paar. Okay, cool. So. 5 ist immer noch Intermediate. Es sind immer 3. Ach, gar kein Wind. Okay. Es sind immer 3 Stück. 3 Beginner. 3
Miet. Nee, Digga. Nee, mach nicht diesen. Ich dachte, 3 ist eigentlich ganz gut, aber es ist scheiße. Das ist übel kacke. Leute. Oh Gott. Ich hab nochmal nachgedrückt, damit er nochmal Schwung drauf bekommt. Okay. Und jetzt. Ja, der muss nach oben. Ich glaube, das ist ganz gut. Rough. Das ist rough. Ja, ich putter den doch jetzt nicht rein, Alter. Naja. Nee, das war zu viel. Oh, das war gut. Würde aber nicht klappen. Schade. Weil der war wirklich nicht schlecht. So. Stroke 5. Don't fuck this up. Okay. Ich mache meine Zunge raus. Das ist echt so zu konzentrieren bei dem letzten. Habe ich als Kind auch nie geschafft, ne? Einfach diese. Ich hatte nie diese Feinmotorik. Den einfach so ein bisschen anzuge. Das hat nie geklappt, Alter. Ich habe jedes Mal den übers Loch geballert. Oh, dann bin ich richtig eskaliert, ey. Hab ich richtig. Als Kind einfach richtig ausgerastet. So. Nein, so schlimm jetzt auch nicht, wie ich es gerade mache. Aber auf jeden Fall war ich schon. Ich war schon pisst. Das könnte zu wenig sein. Könnte aber auch just right sein. Mm. Nice. So, zweiter. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so. Also ich nehme, glaube ich, schon den Driver, um ehrlich zu sein, oder? Ich nehme den Adam. Das war zu viel. Das war zu viel. Shit. Fuck. Bub. Die haben nicht ah gemacht. Normalerweise machen die das. Aber gut. So. Ich glaube, der Wedge macht hier auch Sinn. Komm, Alter. Wow, das war so viel Glück. Man glaubt es kaum. Okay. Bisschen nach links, I guess. Wieder Paar. Okay. Das ist. Läuft ganz okay. So, jetzt sind wir bei den schweren Strecken. So, wir müssen hier auf jeden Fall schon mal ein ganzes Ticken nach rechts. Ja, oh, ich glaube es gut. Oh, das ist ganz schön weit. Na, ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh nein, nicht dieser blöde Baum. Ich kenne diesen Baum. Wir haben uns schon mal gesehen. Ah, oh, fuck, ich kann mich. Ich nehme den Putter. So. Ja, ist halt scheiße, ne? Was soll man machen? Geht irgendwie nicht so viel. Ich nehme den Iron und versuche. Gib mein Bestes. Ich hoffe, dass er nicht in den Baum landet. Nee, geht da durch. Aber hat an. Ja, ist rough. Ist okay. Ich glaube, ist okay. So, wir kriegen Rückenwind. Nicht Rückenwind. Das müssen wir mit beachten. Das könnte gar nicht mal so schlecht sein. Okay. Boah, das wird fies. Ja, so gut war das jetzt auch nicht, dass sie da so ausrasten. Gut. Tacken nach links. Und jetzt. Yes! Yes! Nice. Geil. Geil! Ah, jetzt wird's fies. Jetzt wird's eklig, langsam. Oh boy. Die State ist aber kürzer als gedacht. Okay, folgendes. Dann versuche ich so ein Dreier. Na, das ist ein bisschen viel. Aber war auch eigentlich ziemlich. Oh. Gut, dass da dieser Bunker ist. Ey, der wäre ins Wasser. Gut, das ist okay.
I'm gonna be honest. Absolut fein. Fine by me. Ich gehe, glaube ich, auch mit dem Ein. Versuch einfach. Irgendwie sowas. Na, komm. Nein, es war zu wenig. Man kann auch nicht zu wenig machen, dann ist auch nicht gut. Nice! Was gab das? Gibt das 2 Minus? Ne, es gibt ein Minus. Geil. Ich bin bei Plus Minus 0! Mega. Wie geil! Krass, okay. Ja, wird jetzt leider nicht so bleiben. Oh boy, how do I... Also ich meine, hier kann man natürlich komplett reinhauen und versuchen, so gut wie möglich zu sein, aber dann ballert der doch da drüber, das wird nichts. Also ich glaube, ich muss über hier gehen. Damn, war das gut gerade. Nicht schlecht, Mika, nicht schlecht. So, und dann so eine 3. Aber wir müssen schon mehr als 3 machen. Das ist gar nicht so einfach hier. Also es muss schon über 3 gehen, weil sonst fliegt der ins Wasser. Na komm. Oh, krass. Der ist weiter geflogen, als ich dachte. Dann könnte das auch funktionieren. Aber ganz ehrlich, I wouldn't risk it, weil... Der fliegt natürlich weiter jetzt, ne? Wenn er diese ganzen 4 Punkte ausnutzt. Das bedeutet auch, nach dem ersten Aufprall fliegt er nochmal weiter. Außerdem sind wir, das sieht man ja hier ganz gut, höhenmäßig sind wir viel tiefer als als diese Endinsel. Anders als hier, was relativ gleich war. Also sollten wir vielleicht doch auf die Insel gehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, um ehrlich zu sein. Ich weiß, es ist nicht going big, aber ich glaube, in dem Fall ist going big auch eigentlich going small. Das war zu viel, das ist okay. Das ist nicht okay. Das ist rough. 2 haben wir, oder? Ja, sollte aber reichen. Okay. Wir müssen aber auch schon ausnutzen dann. Ich glaube, ich ziehe einfach mal auf die Insel. Dass wir wenigstens drauf landen. Das war... Bleib drauf! Danke! Okay. So, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Also wir machen natürlich... Wedge ist okay. Ich versuche so eine 1 anzupeilen. So. Bisschen mehr. Auch nicht schlecht. Ja. Okay. So. Und jetzt muss ich den nur noch reinbekommen. Ich glaube, es ist relativ gerade. Ja. Nice. Okay. Plus, minus 0. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das mein Mii ist. Ich glaube, das ist von den Vorbesitzern dieser Wii. Ich habe die mal auf Rebuy gekauft. Ja, da geht doch. Wie scheiße die einfach waren. Was hatten die? Plus 13? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das war, um ehrlich zu sein. So kacke war ich jetzt auch nicht in Golf. Naja, das ist auf jeden Fall Golf auf der Wii. Meiner Meinung nach immer noch die beste... Immer noch das beste Golf, weil es so schön einfach ist. Ja, da kommt man gut durch. Aber das ist, ja, es macht immer noch Spaß. Finde auch eines der Highlights. Joanna mag das gar nicht. Aber ist okay. Kann ich verstehen. Und ja, also Tennis, Bowling, Golf sind die besten. Baseball und Boxen ist irgendwie Arsch. Boxen ist am meisten Arsch. Ich habe keinen Bock, das zu spielen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir gucken das einmal kurz an und dann ist gut. Aber
Ja, das war Golf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt viel gelernt und bis zum nächsten Mal. Weil wir testen Wii-Spiele. Also ein Wii-Spiel. Bis dann. Ciao mit euch.